Yo, 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 Gangsters, was geht? Nico hier von Nixmox. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euren eigenen QR-Code erstellen könnt. Dazu geht ihr auf meine Homepage, nixmox.com unter den Reiter Software und könnt euch hier unten die Konsolen-Applikation runterladen für euer jeweiliges Betriebssystem. Ich bin jetzt hier gerade unter Windows unterwegs, deswegen wähle ich das aus. Ja, es könnte schädlich sein, ich habe es selber gebaut, deswegen behalte ich dies bei. Dann bin ich hier in meinem Downloads-Ordner und habe hier das runtergeladene ZIP-Archiv, was ich jetzt hier entpacken werde. Und das kann ich jetzt auch anschließend löschen, weil wir haben jetzt hier alles, was wir brauchen. Jetzt drücke ich die Windows-Taste und R, um den Ausführen-Dialog aufzurufen. Gebe hier CMD ein, um die Konsole zu öffnen. Hier befinde ich mich jetzt noch nicht im richtigen Pfad, nämlich meinem Downloads-Ordner. Da muss ich noch hin navigieren mit dem Befehl Change Directory Downloads. Und jetzt kann ich hier mein Programm ausführen, die QR-Code-Generator Executable. Die benötigt zwei Argumente, nämlich das erste ist Text, der kodiert werden soll. Hier nehme ich einfach mal als Beispiel den Link zu meiner Homepage. Und das zweite Argument ist der Pfad, wo die SVG-Datei abgespeichert werden soll. Mit einem Punkt gebe ich hier an, dass das einfach direkt hier genau an diesem Pfad sein soll. Dann bestätige ich das Ganze mit Enter. Und hier, also man sieht hier nochmal, wo die erzeugt wurde, die Datei. Und hier ist sie jetzt aufgetaucht. Und die können wir uns jetzt auch mal angucken. Und ja, so einfach war das Ganze. Und ihr könnt da gerne jetzt mal einscannen und schauen, ob das alles funktioniert hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Cheers!